Zum Start in die neue Saison der Frauenhandball-Bundesliga zeigt sich Trainer André Fuhr optimistisch. Mit seiner Mannschaft verfolgt er das Ziel, möglichst viele Punkte zu holen, um so den Klassenerhalt frühzeitig zu sichern. Wir haben eine junge Mannschaft, die aber auch überraschen kann, positiv und negativ. Das war auch im letzten Jahr so. Wir haben Spiele gewonnen, mit denen wir nicht unbedingt gerechnet haben. Wir haben leider auch Spiele verloren, die wir auch nicht unbedingt auf der Liste hatten. Wir müssen versuchen, konstanter zu werden, würden uns gerne in der Abwehr verbessern. Dazu kommen ja auch die neuen Regeln jetzt im Handball. Man darf immer einen siebten Feldspieler einsetzen, der auch nicht so markiert sein muss, und versuchen natürlich auch, dieses taktische Mittel mit umzusetzen. Ansonsten wollen wir unserem Spielstil möglichst schnell nach vorne zu spielen, schnell umzuschalten und attraktiven Handball zu bieten. Aber treu bleiben. Nachdem in der letzten Saison die Mannschaft um 8 neue Spielerinnen bereichert wurde, gibt es in dieser Saison 2 Neuzugänge. Wir haben eine neue Spielerin aus Ungarn, Simonetta Gera, eine Linkshänderin. Nur ein Zugang aus einem anderen Verein, alle anderen kommen aus dem eigenen Nachwuchs. Und da sind wir natürlich sehr stolz, dass wir auch eigene Talente so weiterentwickeln können. Mit hohen Erwartungen geht André Fuhr in die neue Saison. Denn gleich zu Beginn hat es die Mannschaft mit einem anspruchsvollen Gegner zu tun. Wir spielen hier am 10. September unser erstes Punktspiel gegen Metzingen. Gleich eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Metzingen hat eine sehr, sehr gute letzte Saison gespielt, waren unter den ersten dreien. Da sind wir Außenseiter, aber gerade in dem ersten Spiel werden wir natürlich alles versuchen.